Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Bürger und ich werde jetzt kurz sprechen mit... Sebastian Kurz. Wunderbar. Und wer sitzt da zu meiner linken Seite? Alexandra Vödel-Schmidt von dem der Standard. Das ist gut, dass wir alle wissen, wer wir sind, dass da keine blöden Witze gibt auf Kosten unserer Namen. Worüber werden wir denn heute reden, Herr Außenminister? Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, wenn wir drei da sitzen, dass wir kurz mit dem Bürger über Föderalismus sprechen. Ich kann es nicht mehr hören, schon wieder Namenswitze auf meine Kosten. So lustig. Bürger wäre Bürgermeister. Naja, es geht ja in dem Fall nicht nur um Sie, Herr Bürger, nicht Hans Solo, sondern ich habe auch den Namen Kurz erwähnt. Ich habe auch den Föderalismus wegen der Frau Vödel angesprochen. Na, Sie verstehen es nicht, ja? Wenn Sie Föderalismus meinen, müsste die Frau Föderalismus Schmidt heißen. Sie heißt aber Vödel Schmidt. Oder macht es gerade den Schmidt zum Schmiedel, wenn Sie das verstehen? Das haben Sie jetzt falsch gesagt. Das heißt, dass man zum Schmidt geht und nicht zum Schmiedel. Also lernen Sie Gedichte, Herr Redakteur, wenn Sie sie verwenden. Ja, sehr lustig. Jetzt auch den Kreisky noch falsch zitieren, so werden Sie niemals in die Fußstapfen rein vom Sonnigen. Ich glaube schon, die Fußstapfen vom Kreisky passen mir ganz gut. Er war ja der letzte absolut regierende Bundeskanzler. Und wenn ein Bundeskanzler kurz an der Macht ist, dann wird es auch keine Koalition mehr brauchen, da bin ich mir sicher. Also ich glaube, wenn ein Bundeskanzler kurz an der Macht ist, hat er gar nicht die Zeit, dass er absolut regiert. Oder, Herr Strache? Das habe ich nicht verstanden, aber mir ist das ganz egal, ja, ob wer doch immer Bundeskanzler unter mir ist. Ja. Ich finde etwas anderes viel lustiger, die Namenswitze. Ich habe jetzt selbst einen Namenwitz gemacht, ja. Und zwar einen habe ich gemacht auf meine Kosten, ja, der HCHTH. Schön. Ja, bei den Grünen können wir leider im Moment wieder keine Kanten zeigen. Es ist schon wieder Wahlkampf, nicht? Und im ganzen 16er Jahr war er wegen Sascha van der Bellen, haben wir nichts Arges sagen können. Und heuer 17 geht es um einen Dancing-Star. Der Volker muss gewählt werden, da dürfen wir nichts Arges sagen, leider. So, das Rednerpult ist frei, da werden wir es kurz entern. So, senken wir das Niveau, werden wir senken, gleichzeitig heben wir das Niveau, weil man sieht niemanden von der Regierung. Ich blicke mich um und ich sehe niemanden von der Regierung. Es ist niemand da. Ja? Ich bin ganz allein. Haben Sie keine Augen im Kopf? Ja? Der Trotz da, der sitzt da. Ja? Ah, trotz der hervorragenden Küche in der Parlament, trotz der Mittagspause und ist da. Ja? Ist Schluss jetzt mit den Namenswitzen. Gut, schick mal Namenswitze auf eine Reise. Go, 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 Johnny, go. Oder wie Neil Young es gesagt hat, my, my, hey, hey, it's better to burn out than to fade away. Matthias Strolz is here to stay. Herzlichen Dank, Masche. Vielen Dank.